Hallo und herzlich willkommen zurück bei Harz Medicine 1, ihr Lieben. So, wir haben schon die dritte Schicht geschafft. Das heißt, es geht fröhlich weiter. Und ich fand das sehr lustig in der letzten Folge mit Connor und den Bällen, auch wenn ich es vermasselt habe. Aber okay, so, wir können irgendetwas kaufen. Die wollen immer alle hier zu dem Kissen, ne? Dann nehmen wir das. Och, und das war's schon wieder. Okay, dann kaufen wir eben nichts mehr. Hör mal, Allison, wie wäre es, wenn wir beide nach der Arbeit ein paar Bier trinken gehen und schauen, was passiert? Also, es ist nur so, dass... Naja... Ich verstehe schon. Daniel. Daniel. Also, es ist nicht so, dass ich nicht möchte, aber... Du hast deine Krallen in den Erben dieser Klinik geschlagen und eine fette Karriere dank seines alten Herrn. Warum solltest du das meinetwegen aufgeben? Weia. So ist das nicht. Oh, jetzt ist er aber motzig. Ist voll die Abfuhr hier. Alter Schwede. Okay, ach guck mal, voll der Marienkäfer hier unten. Das ist ja süß. Okay, du kannst mal an den Maltisch. Und ich hätte dich auch an den Maltisch schicken können. Egal. Geht erstmal einer von euch so. Ja, du kannst aufs Klo. Ist ja alles gut, mein Freund. Geh du mal aufs Klo. So, du kannst hier ins Bett. Ich komme direkt zu dir. Oliver im Auge behalten irgendwie. Oder besser im Ohr. Man hört ihn ja doch relativ gut. So, du kannst hier auf den Stuhl, du kommst hier ins Bett. Ich guck mal schnell bei ihr und dann kriegst du deine Spritze. Alles klar, du zur Kasse, junge Frau. Da war die Sau, ey. Verdammtes Viech. Würfel im Ohr. Lecker, lecker, lecker. So, du aber jetzt bitte hier aufs Klo, du dahin und euch passiere ich gleich. Wo war der Hamster hier unten? So, du dahin. Und du kannst da jetzt nicht hin. Das ist jetzt doof gelaufen für dich. So. Oh Gott, was hat er denn hier sich ins den Mund gesteckt, ey? Eieieiei. Ach nee, sie. Sie, er, sie, es. Okay, egal. Alle zur Kasse raus. So, auf den Hamster achten. Der Hamster, der ein Meerschwein ist. So kann ich nicht auf das Meerschwein achten, Leute. Was ist mit euch und eurem Kind? Ich habe ja so eine Ahnung. Bitte helfen Sie uns. Ich habe so eine Ahnung. Untersuche Ihren Magen auf Krämpfe. Hier, schau. So geht das. Ich habe so eine Ahnung, ihr Lieben. Ja, jetzt kommt der Hamster. Ich habe ihn, alles klar. Nee, nee. Mach erst mal hier weiter bei ihr, bitte. Hauptsache, ich habe den Schweinehamster. Ihr Magen ist völlig verkrampft. Wir brauchen Brechmittel, damit sie sich übergibt. Vielleicht hat die gar nichts im Magen? Wie kommt er denn jetzt auf Brechmittel? Sie hat einen verkrampften Magen, ja. Das heißt aber doch nicht, dass da was zum Erbrechen ist, oder? Ich meine, ich bin ja kein Arzt, aber okay. Rühr das Brechmittel an, Allison. Er grinst. Da freut sie sich, oder wie? Naja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, okay, wir rühren hier das Brechmittel an. Das ist ja lecker. Können wir das ein bisschen schneller anrühren? Dankeschön. Da müssen nämlich mal welche auf die tote Gelette ganz flott. Oh, Oliver, die alte Meersau, ey. Der kostet mich Nerven, ganz ehrlich. Möchtest du mal hier gerade an den Maltisch mal? Da bist du gerade ein bisschen beschäftigt. Ich gucke jetzt erstmal hier bei dem Mädchen ganz schnell. Dann gehe ich zu ihr. So. Boah, geht das ein bisschen schneller, Allison? Hast du hier noch mehr Patienten? Hallo? So, okay, dann haben wir sie nämlich fertig. Lecker, ja. Alter, die kotzt mir doch hier gleich auf den Teppich. Aber sie hat es noch geschafft, auf das richtige Klo zu gehen. Wird sie wieder okay? Aber natürlich, sie muss nur eine Weile hier bleiben. Ich habe dir doch gesagt, ihr ist übel. Warum hast du sie dann nicht irgendwo hingebracht, als du sie bei dir hattest?
weil ich nebenbei arbeiten muss, verdammt. Und ich etwa nicht? Lass uns draußen darüber reden. Ich habe so die Ahnung, dass die Kleine entweder wirklich krank darauf reagiert, wie die beiden miteinander umgehen, oder aber dass sie sogar simuliert, weil sie unglücklich ist, ne? Papi? Mami? Die sind draußen vor der Tür, Kleines. Ich bring dich zu ihnen. Ich weiß nicht, ob sie das möchte eigentlich, aber okay. Vielleicht sie reagiert auf den Stress, nehme ich an, den die beiden ganz offensichtlich miteinander haben. So, ja, du langweilst dich hier schon, ne? Du kannst dann bitte mal gleich zur Kasse gehen, wenn ich den jungen Mann hier verarztet habe. Also diese Zwischensequenzen, die bringen einen schon ein bisschen aus dem Konzept, muss ich ja mal sagen. Aber, okay. So, du kannst zur Kasse. Du möchtest ein Pflaster, das geht, endlich mal ein normales Pflaster, das nicht um 300 Kurven geht hier. Okay, jetzt gehen wir da runter zu ihr. In der Zeit kannst du hier rüber. Du kommst hier an die Kasse und bei dir machen wir So, seid ihr alle fertig? Alles klar, alle raus. Alle raus mit euch. Mann, 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 Mann. So, okay. Die nächsten können kommen. Oh, da war eine Schwangere gerade. Ich habe es genau gesehen. Oder sie hatte sich überfuttert. Haben wir irgendwie was besonderen Gegenstand hier? Nee, haben wir nicht. Ah. Na gut, dann nicht. Wir können auch den Maltisch noch einmal benutzen, sehe ich gerade. Das werden wir dann auch noch tun. Ja, für dich ist gerade das Klo nicht frei. Jetzt kannst du darüber und du kommst hier auf den... Alter. Auf den Stuhl sollst du dann bitte gehen. Und raus mit der Kugel. Okay, so. Sie... Nein, warte. Er hierhin, dann kannst du hier auf deinen Lieblingsstuhl kommen. Und du möchtest hier ins Bett. Alles klärchen. Machen wir doch. Das schaffen wir nicht. Wir müssen erst wieder ein Pflaster mit schicken Autos. In meiner Kindheit gab es so tolle Pflaster nicht. Muss ich ja mal sagen. So, du gehst jetzt bitte an die Kasse und du brauchst dich da gar nicht ausruhen im Bett. Du kommst hier auch hin und ich kassiere euch ganz schnell. Ja, tschüss. Tschüssi, ihr Lieben. Ich hätte gerne einen besonderen Gegenstand. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Du kommst mal an den Maltisch. Du hast mir eindeutig zu wenig Herzen. Okay, ich klicke mal hier so ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja mal einen Gegenstand, der besonders sein könnte. Klick, 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 klick. Nein, ja, okay, Alice, dann geh halt dahin. Ist ja in Ordnung. So, du ins Bett, ich hinterher. Haben wir hier auf dem Klo irgendeinen Gegenstand? Nee, haben wir doch nicht, ne? Okay, du hier rüber. Da ist dieser Becher, der macht mich ganz nervös, aber okay. So, du kannst hier schon mal dich an die Kasse stellen. Wunderbar. Da kommt der nächste. Ja, wunderbar. Ja, und dann kommen auf einmal gleich zwei. So, alle auf Toilette erstmal. Nicht, dass ihr mir hier in die Betten pinkelt. Oh Mann, ey. Also das mit den Toiletten macht mich fertig, echt. So, du hier runter. Nee, ich kann ihr noch nicht sagen, dass sie runter soll. Aber okay, machen wir gleich. Nein, geh da hin. Dusseliges Pflaster. Echt? Ja, fertig. Ja, Fräulein, es tut mir leid, ich wollte dich ja da ins Bett schicken. Aber ich kann es doch nicht halten. Hier ist das, wie er läuft. Oh, was ist denn das? Achso, das ist, hier unten. Boah, alter Schwede. Nichts berühren. Okay, wir sind gleich am Ausgang. Wunderbar, und raus damit. Was die sich alle in ihre Löcher stecken hier. Es ist unfassbar. Wirklich wahr. So. Wiedersehen. Was ist hier oben? Auch kein besonderer Gegenstand. Nö, irgendwie nicht. Na gut, du dahin, ich hinterher. Dann du hier runter und ich auch gleich hin. So, das dahin. Das nicht dahin, dahin. Das aber dahin. Das hier oben. In die Kurve. Unten, nein, oben und das nach unten. Okay. Ja, Daumen hoch, mein Freund. Hast du recht.
so Spritze für die Lady und dann darüber. So, gehst du jetzt, hoffe ich, zur Kasse? Ja, dann kann sie nämlich hier auf den Stuhl. Da möchte sie gern hin. Schicken wir sie doch hin. Okay, goldene Herzen. Dankeschön, ihr Lieben. Das ist total nett von euch. Ich warte noch mal. Da kommt doch bestimmt noch ein Kind. Ach, dass wieder irgendwas Komisches in sich reingesteckt hat, könnte ich doch gerade wetten. So, du gehen. Also ich hätte auf jeden Fall gerne noch das Bett verbessert und den Stuhl. Ich glaube, das macht Sinn. So, du bist auch schon fertig. Ja, wunderbar. Dann, genau, kannst du mal zur Kasse hüpfen. Und dann könnt ihr alle schon wieder heimgehen oder in eure Betten oder wo auch immer ihr jetzt hingeht, dass wieder der Klodeckel hier hochsteht bei den Jungs. Das finde ich schon irgendwie lustig. So, wir haben noch Zeit. Es kann noch jemand kommen. Wir haben zwar die Punkte schon alle erreicht, aber okay. Macht ja nichts. Ein paar mehr Punkte können auf jeden Fall nicht schaden. Ach, Connor, jetzt guck doch nicht so böse. Ich kann auch nichts dafür, dass Allison mir... Ja, du warst halt zu spät, mein Freund. Das ist das Problem. Hättest du sie zuerst gefragt und nicht so zickig angemacht, dann würde sie jetzt kein Date mit Daniel haben. Da bist du selber schuld, mein Freund. Und er hängt schon wieder hier an seinen, an seinem Ding. Ach so, ich habe hier... Oh Gott, ich habe euch hier oben völlig vergessen, glaube ich. Alter, noch tiefer ging es nicht, ne? Mann, Mann, Mann. Darum und daraus. Alles klar, hab das Ding. So, du... Ja, du kommst hier ins Bett. Ist doch in Ordnung. Mehr als... Oh, Pflaster. Pflaster. Nein, das passt da. Okay. Da in die Kurve. Da in die Kurve. Da oben. Und da unten. Fertig. Total zugekleistert hier, der junge Mann. So, du möchtest auch noch ins Bett? Okay, machen wir. Ihr wollt alle in das schöne Bett. Kann ich ja verstehen. Das ist auch echt cool irgendwie, ne? Obwohl, das Bett für die Mädchen finde ich ein bisschen kitschig. Ich glaube, das Bett für die Jungs ist viel cooler. Aber werden wir dann sehen. So, Schicht beendet. Wunderbar. Warte mal, Allison. Ich muss mit dir reden. Wenn es wegen vorhin ist, keine Sorge. Ich bin nicht mal sicher, ob Daniel und ich... Nein, nicht deswegen. Wegen des Mädchens. Ich glaube, sie ist absichtlich vergiftet worden. Oh, was? Er glaubt, sie ist absichtlich vergiftet worden. Okay. Das nennt sich Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ein Elternteil verletzt ein Kind, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie kommen morgen wieder. Wenn wir Beweise finden, kann das Jugendamt einschreiten. Na gut, okay. Ich halte die Augen offen. Ach, okay. Ehrlich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn das stimmt, oh. Ich habe natürlich angenommen, man sieht's ja, die beiden scheinen geschieden zu sein, teilen sich wahrscheinlich das Sorgerecht, das Kind wird hin und her geschoben, streiten sich die ganze Zeit hier die beiden und das Kind leidet darunter und ist dann krank geworden oder wie auch immer. Das habe ich angenommen. Aber dass das Kind vergiftet werden könnte von einem der beiden, wahrscheinlich dann aber von der Mutter, ne? Könnte ich mir vorstellen. Naja, schauen wir mal. Wir werden das rausfinden. Und wir können kaufen. Das ist schön. Ich möchte das Bett. Ja, ein Feuerwehrauto. Das finde ich cool. Und ach, warum kann ich mir denn den doofen Stuhl jetzt hier nicht? Och, Menno, den hätte ich aber gerne. Nee, der kostet 130. Das kostet 60. Nee, dann spare ich. Ich möchte da unten wettern den zweiten Stuhl noch haben. Ah, da sind die beiden. Ich will wissen, warum wir ausgerechnet an meinem Tag mit Libby hierher kommen müssen. Mr. Hartley, Miss Wallace, kann ich Sie bitte einen Moment draußen sprechen? Also wenn das stimmt, dann habe ich die Mutti in Verdacht auf jeden Fall. Bist du Ärztin? Hm? Wenn du Ärztin bist, darf mein Püppi dich dann was fragen? Also sag deiner Püppi, dass sie mich alles fragen kann, was sie will und wann immer sie will. Ah ja, okay, wir fragen. Ah, viermal. Okay, aber erstmal den jungen Mann auf Toilette und sie auf Toilette. Meldest du dich, wenn Püppi eine Frage hat? Ich hoffe doch, ne?
Okay. Ich hoffe doch, du meldest dich. So, du. Ah, Pflaster. So, okay. Und das darüber. Passt. Wunderbar. Jetzt möchte ich das junge Mädchen aber erstmal gern. Nee, du kannst jetzt keinen Dingsstuhl haben. Hier, sie hat eine Frage. Aha. Wenn Pippi bei Mami ist, vermisst sie manchmal Papi. Kann sie das Mami dann sagen? Oh, da geht's aber jetzt ans Eingemachte, ihr Lieben. Es ist ganz normal, jemanden zu vermissen, den man lieb hat. Sie will wissen, kann sie das Mami sagen? Manchmal, aber nur wenn Pippi damit nicht Mamis Gefühle verletzt. Eieiei, das kann Pippi aber nicht wissen in dem Alter. Wird deine Mami böse, wenn du ihr sagst, dass du Papi vermisst? Also das nicht hier, ne? Ist klar. Das kann so ein kleines Kind gar nicht wissen. Ja, es ist ganz normal, das ist schon klar. Aber kann sie es ihr sagen? Ist die Frage, wird deine Mama böse? Ich stelle jetzt eine Gegenfrage, ne? Okay, das war richtig. Okay. Holen wir hier mal den Würfel raus. Anscheinend war das richtig. Okay. Ist die Frage, ob es hier jetzt überhaupt richtig oder falsch richtig oder falsch gibt, ne? Das weiß ich natürlich nicht, aber ich versuche trotzdem, das so gut wie möglich zu beantworten, was man so einem Kind in dem Alter überhaupt da schon zumuten kann mit so schwierigen Themen. Das ist nicht einfach. So, okay, aber du kannst hier auf den Stuhl und wir haben hier eine Frage. Wenn Pippis Eltern geschieden sind, hat sie dann immer noch eine Familie? Oh, ja, ja, ich sag ja, die leidet. Manche Sachen werden sich verändern, andere bleiben, wie sie sind. Möchtest du denn, dass sich was ändert, Libby? Das ist keine Antwort auf diese Frage. Ihre Familie ist dann anders, aber sie hat immer noch eine Familie, die sie immer lieb haben wird. Pippis Mami und Papi haben sie immer noch lieb und sorgen für sie. Das ist alles, was zählt. Also das hier oben, das ist keine... Das, nee. Es geht ja hier nicht um Veränderung. Die Familie ist dann anders, aber sie hat immer noch eine Familie, die sie immer lieb haben wird. Und sorgen dafür, das ist alles, was zählt. Okay. War das jetzt, hoffe ich, richtig? Wo ist denn jetzt die Meersau? Ich habe keine Ahnung, wo die Meersau gerade ist. Okay, kümmern wir uns erstmal hier um die Herrschaften. Und dann kassiere ich euch gerade erstmal ab. So, du kannst auf den Stuhl. Also auf die Meersau konnte ich jetzt gerade wirklich nicht achten. Die jetzt hier zu suchen, das ist ja der Horror. Sie hat schon wieder eine Frage. Wenn mein Papi und meine Mami wegziehen, muss Pippi sich dann entscheiden, in welchem Haus sie wohnen will? Oh Gott, das sind ja furchtbare Fragen. Und sie kann anscheinend auch mit niemandem zu Hause darüber reden, ne? Wenn Mami und Papi wegziehen, muss Pippi sich dann entscheiden. Pippi wird in beiden Häusern ein Zuhause haben, da bin ich ganz sicher, genau wie du. Wenn ein Elternteil auszieht, kann es sein, dass Pippi während des Schuljahres bei dem einen lebt und für eine Ferien, ja, das kann natürlich sein, aber welches Haus gefällt deiner Pippi denn besser, Mamis oder Papis? Ja, sie wird auf jeden Fall, ich denke doch, sie wird von beiden natürlich gleichmäßig geliebt und ich denke, sie wird in beiden Häusern ein Zuhause haben, genau, ja. Oder wir stellen wieder eine Gegenfrage. Ich stelle die Gegenfrage. Okay, also entweder sind meine Antworten immer richtig oder man kann hier tatsächlich nichts falsch machen. Ich weiß es nicht, aber wir werden auch versuchen, die letzte Frage ihr so gut natürlich wie möglich zu beantworten. Und ich hätte aber trotzdem Oliver ganz gerne. Naja, also zur Not gibt es heute keinen Oliver hier in diesem Level. So, du möchtest dahin und du hast die nächste Frage. Pippi will wissen, ob Mamis und Papis auch mal wieder zusammenkommen, wenn sie geschieden sind. Durchaus. Normalerweise bleiben Mamis und Papis getrennt, wenn sie erst einmal geschieden sind, aber das heißt nicht, dass sie ihre Kinder nicht mehr lieb haben. Normalerweise haben Eltern einen guten Grund, wenn sie sich scheiden lassen. Haben dir deine Eltern gesagt, warum sie sich getrennt haben? Manchmal ist Komfort. Ja, manchmal kommt es vor, das ist wohl wahr, aber eigentlich glaube ich, das entspricht ja schon der Realität, aber prozentual gesehen wahrscheinlich nicht so oft, ne?
Aber gelogen wäre es ja jetzt auch nicht. Ich nehme die Gegenfrage. Wann kommen Mami und Papi zurück? Oh Gott, ey. Ist das furchtbar für das Kind. Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Libby, kann ich dich was fragen? Wenn ich dir verrate, dass ich ein Geheimnis besser bewahren kann als irgendwer anders auf der ganzen Welt. Besser als Püppi? Genauso gut wie Püppi. Was würdest du mir verraten? Ich wollte nur, dass sie wieder zusammen sind. Ich wollte, dass Papi nach Hause kommt. Ja, ich hatte recht. Ist schon in Ordnung, Süße. Ich hatte recht. Ich bin die geborene Ärztin. Ich bin die geborene Kinderärztin, ihr Lieben. Wisst ihr Bescheid? Nix vergiftet. Ja, ja. So, wir gucken hier unten jetzt. Okay, und holen hier diesen ekligen Würfel aus dem ekligen Ohr. Okay, und du kannst zur Kasse. Du kannst zur Kasse. Wir haben all ihre Fragen beantwortet. Nee, stopp. Der Hamster sitzt im Klo. Das Meerschwein. Dieses Viech sitzt im Klo. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Warum musste das ein Meerschwein sein? Konnte das kein Hamster sein? Wirklich. Schrecklich. So, hier, du aufs Klo. Oh, weia, ey. Und bei dir holen wir... Ah, okay. Ich darf also an den Schnodder nicht rankommen. Haben wir das auch geklärt? Okay, weiß ich Bescheid. Nicht an den Schnodder. So, du zur Kasse, du auf... Nee, du kannst mal an den Maltisch, den habe ich überhaupt noch nicht benutzt. Hier ist auch allzu viel zu tun. Mann, Mann, Mann. So, jetzt hier, mein Freund. Kannst du aufs Klo, du an die Kasse. Ihr wartet noch mal einen Moment, ihr beiden, ja? Das wäre sehr schön. So, kommst du da mal fertig? Wie lange kann man pinkeln, Mensch? Okay, Pflaster für den jungen Mann. Das mit den Pflastern klappt wirklich gut, muss ich mal sagen. Das sah echt erst schwer aus, aber eigentlich ist es ganz einfach. So, du willst nochmal hier auf den Stuhl. Wunderbar. Ihr wartet bitte noch einen Moment und verliert mir hier kein Herz. Dankeschön. Fände ich gut. So, jetzt seid ihr alle erlöst. So, du hier aufs Klo. Du gehst erstmal an den Maltisch. Du möchtest gerne auf das Jungsklo, glaube ich. Das ist aber gerade nicht frei. So, genau. Du hier hin. Und du kannst jetzt aufs Klo. Okay. Ah, da war ich aber jetzt am Rand eigentlich gerade schon dran. Okay, aber er hat nicht gemotzt. Hier raus und da raus aus dem Schlund. Eieiei. So, du kannst hier hin. Und da kommt die nächste junge Dame, die geht hier ins Bett. Du kannst hier aufs Klo, du... No, Pflaster. Ja, ist ja in Ordnung. Ich hab's ja kapiert, ey. So, ich hab aber hier auch immer eigentlich Glück mit dem Pflaster. Es ist immer gleich relativ gut an die passende Stelle bekomme. Du hier in das Bett. Du benutzt den Maltisch, du hast nur ein Herz. Das geht so nicht. So, du dahin, du kommst hierhin. Ja, du kannst jetzt aufs Klo. Finde ich in Ordnung. So, wunderbar. Dann kannst du hier und ich kassiere euch. Alle raus. Raus, 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 raus. So, ins Bett mit dir. Einmal Spritze in den Arm. Okay. Von mir aus auch in den Arm. Ist das da? Oh, jetzt wollte ich gucken, ob das da so ein komischer Gegenstand ist. Ah, hier am Schnodder vorbei. Da lang. Alter Schwede, wie tief kann man denn so ein Ding einatmen? Ach, unfassbar. Warte mal, das da? Nee, ich dachte. So, hier du zur Kasse. Die Lady hier auf die Toilette. Du ins Bett. Da gehen wir auch gleich runter. Du hier hin. Spritze. Pling, pling. In den Arm. Okay. Jetzt bei... Alter, die hat einen Bonbon verschluckt. Warum schluckt sie das nicht komplett runter? Also ich würde das machen. Ist ja ein Bonbon, ne? Dafür ist es ja gedacht, oder nicht? Kann natürlich auch irgendwas anderes Komisches gewesen sein. So, du hier ins Bett. So, das Goldherz. Oh,
dürfte kein Problem sein. Das haben wir gleich schon. Okay. Pflaster. Na? Ach, da unten in die Ecke. Okay. Dann das dahin. Und das darüber. Alles klar. Da freut sie sich. Ja, du solltest zur Kasse. Hatte ich ja eben eigentlich schon vorgehabt. Aber okay. Da kommt noch ein junger Mann. Den schicken wir aufs Klo. Ich kassiere euch. Jawohl, Goldherz ist da. Fragen haben wir beantwortet. Dann schätze ich, ist er der Letzte. Okay, es lächelt schon. Wie die laufen, das finde ich ja herrlich irgendwie. Und dann jedes Mal hier, okay, ab zur Kasse, ab nach Hause oder in dein Zimmer, wiedersehen. Schön. Komm mit, Libby, wir gehen sofort. Denkst du etwa, ich lasse meine Tochter Gift trinken? Was ist mit deiner Freundin? Sie hasst es, dass du ein Kind hast. Stopp! Niemand hat ihr Gift zu trinken gegeben. Es tut mir leid. Ich dachte, wenn ihr zusammen sein müsst, würdet ihr vielleicht... Ach du meine Güte, Libby, was haben wir bloß getan? Es tut uns so leid, Schatz. Das ist ja mal wieder ein Tag. Oh Gott, was hat sie denn jetzt? Jetzt weint doch nicht Allison. Also wenn ich nicht weinen muss deswegen, dann muss Allison doch jetzt auch nicht hier in Tränen ausbrechen. Mein Gott. Okay, aber fünfte Schicht geschafft. Das heißt, wir sind fertig auf der Kinderstation. Och, schade eigentlich. Ich fand's schön hier. Es war nett. Naja, gut, ihr Lieben. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.